Komm raus da. Ich wollte das nicht. Du bist Gewinner, du hast 1 Million Euro gewonnen. Komm raus da. So, Freunde, was geht ab? Weißfuss wieder am Start und heute mit einem neuen Video auf diesem Kanal, Freunde. Und zwar, wie wir schon vorher die Videos gemacht haben, wir werden heute mal dem Taxiunternehmen folgen und mal gucken, was das Taxiunternehmen macht, wenn man den einfach mal so auf was Schliches und mal schaut, was die so machen. Ich rufe gleich erstmal ein Taxi, werde aber nicht einsteigen, sondern werde ihm hinterherfahren und mal gucken, wie sich das Taxi verhält, was das Taxi macht und wohin es überhaupt fährt. Fahr doch mal ordentlich. Was macht das denn da? Das geht ja schon gut los. Der fährt ja bekloppt hier wie sonst was. Was macht der denn? Hallo? Herr Taxifahrer, was machen Sie da? Ich glaube, der weiß gar nicht, was er da tut. Der ist seelisch völlig am Ende. Der wollte nur wenden. Ach so. Und hier wartet er jetzt auf seinen Kunden. Das ist mein Taxi, was ich gerufen habe, aber ich will es natürlich nicht mehr fahren. Ich krieg den nicht hier weg. Krieg ich den vielleicht geschoben? Boah, er ruft direkt die Polizei. Bruder muss groß. Ich muss sofort Lester anrufen. Ich darf das Taxi nicht verlieren. Ey! Das ist voll schwer, so hinterher zu gucken, ne? Komm, Lester! What's up, pal? Okay, so you're in serious trouble. Da ist das Taxi, schnell! Okay, okay. Wir sind dem Taxi weiter auf der Spur. Und schauen mal, was das Taxi jetzt so noch macht. Das ist natürlich noch mega auf Adrenalin und fährt deswegen auch wie eine Wildsau. Nimmt das Taxi vielleicht sogar Gäste mit und arbeitet wirklich? Oder fährt das... Was? Oh mein Gott! Das melde ich den Taxiunternehmen aber ganz zackig. Sowas ist ja eine Frechheit. Oh, guck mal, er wird richtig nervös. Er weiß gar nicht, wie er fahren soll. Das ist voll süß. Er hat richtig Angst, ne? Boah, krass. Man kann hier richtig Angst einjagen. Alter. Also, er fährt die ganze Zeit im Kreis. Er weiß gar nicht, bestimmt, er weiß selber bestimmt gar nicht, was er tut. Heftig. Boah. Was macht er? Boah. Er hat richtig keinen Bock. Boah, er fährt mir auch noch rein. Jetzt hat er richtig Schiss. Jetzt fährt er aber auch eine Wildsau. Völlig entgegengesetzte Richtung. Der Taxifahrer, der hat wirklich Bock. Boah. Aber er kann nicht schlecht fahren. Also, er fährt gut. Er fährt ungefähr so ähnlich wie der Transporter. Kennt ihr den Film? Ich bin jetzt mal gespannt, ob der noch irgendwas macht, wenn ich ihn rahme. Oh, aber nicht schlecht. Er weicht gut aus. Boah, der fährt besser als ich. Wow! Nein, er haut mir ab. Nein. Ich sehe ihn noch. Da ist er noch. Boah, er ist richtig James Bond. Das ramme ich mal richtig, Digga. Juckt ihn nicht. Interessiert ihn kein Stück. Er denkt ja immer nur so, bitte, ich will zu meiner Leitstelle. Verfolgung ist ja gewonnen. Er zeigt überhaupt keine Reaktion. Boah, vor die Bahn hätte ich ihn schmeißen müssen. Er zeigt null Reaktion. Er ist nicht wütend, er ist nicht sauer, er steigt nicht aus. Schon wieder gegen die Wand gefahren. Ich bin mal gespannt, wann er merkt, dass er nicht mehr weiterkommt. Der muss doch irgendwann sauer werden, oder nicht? Boah, jetzt hat er mich ausgetrickst. Fahr jetzt nicht rechts, sonst sehe ich ihn nicht mehr. Okay. Okay, gut.
Ich ramme ihn jetzt mal richtig vom allerfeinsten Schmack ist weg. Zack. Oh, er ist richtig, er macht richtig den Trick 17. Nicht schlecht, der Taxifahrer ist echt nicht schlecht im Fahren. Okay. Wow. Also das war jetzt wohl... Boah, was für ein Fail-up hier. Er fährt aber weiter, ja. Seine Karre qualmt aber schon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich will mal wissen, was er macht, wenn die Karre brennt oder kurz zum Explodieren ist. Da hat er mir saftig kraftig gegeben. Es kommt aber auch keine Polizei, nix. Er macht überhaupt nichts. Es juckt ihn nicht. Es interessiert ihn nicht, die Bohne. Es interessiert ihn wirklich gar nicht. Er kommt hier auch nicht raus. Ich lasse ihn nicht raus hier. Was macht er denn da? Warum macht er das? Er hat auch keinen Bock mehr auf sein Auto. Hau ab hier. Ich bin wirklich noch gespannt, wie der reagiert, was der noch macht. Er ist völlig emotionslos und zeigt keine Reaktion. Er fährt auch in die Wand rein. Ich glaube, der muss in die Klapse. Ich glaube, ich habe den irgendwie kaputt gefahren. Boah. Und was ich an ihn zu sagen habe, also was ich noch über ihn zu sagen habe, er ist nicht gestorben, wo ich ihn irgendwo gegengefahren habe. Okay, das war's mit seinem Auto. Und nun? Und nun? Brauchst du ein Taxi oder was? Er hat Angst. Er hat Angst. Tut mir leid, es ist Zeit geworden. Du bist der Nächste. Du bist der Nächste. Sie haben 1 Million Euro gewonnen. Woo! Warum freuen sie sich nicht? Woo! 1 Million Euro freuen sie sich doch. Mal gucken, geht er seinen Job wieder nach, wenn ich hier einsteige? Ach, die fährt gar nicht mehr, die Karre. Der kommt hier gar nicht mehr raus. Ich hab den hier völlig eingekesselt. Boah, der ist richtig traurig, Mann. Du tust mir voll leid, Bruder. Ich wollte nicht so hart sein. Ich treffe ihn einfach nicht. Er ist ja richtig... Oh mein Gott! Explodiert das Auto? Oh mein Gott. Sean, ich helfe dir. Ich hab Angst. Raus da, es brennt. Du kannst da doch nicht bleiben. Komm raus da. Ich wollte das nicht. Du bist Gewinner, du hast 1 Million Euro gewonnen. Komm raus da. Lange brennt das Auto, bevor es explodiert. Ciao. Sean. Kann ich ihn vielleicht einmal treten oder so? Oh, okay, er ist tot. Einmal RIP für Sean. Tut mir leid. Das war's von diesem Video. Wenn euch die Folge wieder mal gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hätte niemals gedacht, wirklich niemals gedacht, dass das Ganze hier so ausgehen wird. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Kostenlos abonnieren natürlich. Die Glocke drücken und unterstützen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr Bock auf weitere Folgen solcher Verfolgungen? Sei es Feuerwehr, Taxi, Polizei. Habt ihr Bock drauf, weitere Folgen zu sehen? Dann zeigt es mir einmal mit einem kleinen Feedback. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen. Eure Weißwurst.